Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne einen Media Player zeigen, und zwar handelt es sich hier um eine Android TV Box vom Hersteller Crypto. Und zwar möchte ich aber als erstes mal zeigen, was ihr hier alles im Lieferumfang habt. Und zwar haben wir hier einmal eine Bedienungsanleitung, dann habt ihr hier zwei Batterien für die Fernbedienung. So schaut die aus. Klein und kompakt. Dann haben wir ein HDMI-Kabel und hier ein AV-Kabel. So, machen wir hier mal Fernsehleiser. Und das ist die Box. Die ist sehr angenehm und klein und auch sehr schön verarbeitet in Klavierlackoptik gehalten. Das ist dann hier die Front. Hier auf der Seite haben wir noch ein paar Anschlüsse. Und zwar habt ihr hier, Moment, zwei USB-Ports. Ich lege es mal hin, vielleicht kann ich das ein bisschen besser schärfer machen. So. Und ein MicroSD-Slot ganz rechts hier. Hier habe ich einen Empfänger für meine Fernbedienung reingemacht, damit das Gerät leichter bedienen kann. Auf der anderen Seite habt ihr hier einen LAN-Anschluss, dann hier einen Anschluss für das AV-Kabel, HDMI-Anschluss und Netzteil. Das war es auch dann schon soweit von den Anschlüssen. Wie gesagt, ihr habt zwei USB-Ports. Eins habe ich hier jetzt schon in Verwendung, kann aber noch per MicroSD-Karte erweitern, das Ganze. Die ganze Geschichte. Und ja, es ist ein 8 GB Flash-Speicher. Davon sind ca. 4 GB noch frei für euch zum Installieren für Apps und so weiter. Ich würde sagen, ich werde einfach mal das Gerät kurz anschmeißen und dann schauen wir, was wir da auf dem Bild projiziert bekommen. So, sind wir jetzt hier auch schon auf dem Homescreen. Also nach dem Start seht ihr dieses Bild hier. Ich habe jetzt hier einfach nur den Hintergrund gewechselt. Ein bisschen lebendiger zu gestalten, habe ich hier so einen Live-Hintergrund zugefügt. Das Ganze könnt ihr natürlich ändern. Ich empfehle euch am besten, ihr nutzt hier mit so einem TV-Android-Box, egal welches ihr habt, eine Maus und Tastatur oder am besten ein Gerät mit Tastatur und Touchpad, sowas wie ich hier zum Beispiel habe. Damit kann ich das alles viel leichter bedienen. Deswegen, weil ich hier auch gleich als Touchpad auch eine Maus habe, das zeige ich euch gleich. Ja, hier sieht man auch schon die Maus, und da kann ich jetzt hier einfach auswählen, was ich möchte. Ihr seht hier auch schon vorinstallierte Sachen. Hier zum Beispiel gelangt ihr direkt zu den Einstellungen, daneben zum Musikplayer, Internetbrowser, dann haben wir hier natürlich YouTube. Hier habt ihr die restlichen Apps versteckt. Einmal Netflix haben wir hier, eure Bilder, ich glaube, das ist DLNA. Und hier könnt ihr in euren Ordnern rumbrowsen. Ich hoffe, das könnt ihr alles erkennen. Lokaldisk, ich habe jetzt hier nichts drauf, ich habe hier auch gar nichts angeschlossen. Das ist jetzt hier das vom eigenen Speicher. Ich gehe jetzt einfach hier wieder raus. So. Hier oben rechts habt ihr die Uhrzeit, auch hier in der Mitte natürlich, ihr seht es ja. Ich kann vielleicht diesen Hintergrund ein bisschen ändern, damit man ein bisschen was besser erkennen kann. Dazu ändere ich das jetzt einfach mal. Ich nehme einfach ein anderes Hintergrundbild. Dieses ist als Standard mit schon drauf gewesen. Und das machen wir einfach jetzt auch einfach wieder drauf. So, also das ist das Standard Homescreen, wie ihr das Gerät gekauft habt und das erste Mal gestartet habt. Schauen wir uns mal die restlichen Apps an. Es sollten eigentlich ziemlich klar sein. Also es sind so Standard-Apps, die ihr auch sonst überall so vorfindet. Play Store ist vorinstalliert, Miracast habt ihr. Das Gerät hat auch Bluetooth. Und ihr könnt damit natürlich auch andere Geräte noch koppeln. APK-Installer. Gut.
gut. Cody ist eins der wichtigsten Apps auf so einer Android TV-Box. Das ist hier noch die alte Version installiert. Die muss ich bei der Zeit mal auch wieder updaten. Von der Bildschirmauflösung finde ich super. Auf jeden Fall eine gute Auflösung. Ich kann hier versuchen, mal ein Video kurz starten oder was. Ist doch egal, mit welchem wir starten. So, jetzt habe ich etwas gefunden. Ich wollte eigentlich einen Musikclip laufen lassen. Hier haben wir ein 4K-Video. Und das sieht einfach klasse aus. Auch und dank dem Player natürlich. Er spielt es alles schön ruckelfrei ab. Und ihr seht es auch. Von der Qualität her super. Wir haben zwar hier bloß 1 GB RAM, aber das reicht hier vollkommen aus. Ist auf jeden Fall ausgeglichen, das System, also ist gut aufeinander abgestimmt. Ja, ich kann das Gerät auf jeden Fall empfehlen. Es ist wirklich schön klein und kompakt und ihr seht, macht es auch ein gutes Bild, überträgt es ziemlich ruckelfrei auch. Was heißt ziemlich? Auf jeden Fall 100% ruckelfrei. Ich konnte bis jetzt noch kein einziges Ruckeln feststellen. Auch zwischen den Apps und so hin und her zu schalten. Funktioniert alles einwandfrei, auch mit, wie gesagt, 1 GB RAM. Selten erlebt so. Und ja, wenn man sich diese Größe anschaut, von dem kleinen Box, etwas größer als eine Zigarettenschachtel, würde ich sagen, auf jeden Fall eine gute Leistung. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf auch und freue mich, dass ich diese Box habe. Werde halt in Zukunft noch das Kodi aktualisieren. Und da ein bisschen mehr Zugriff auf meine Sachen zu haben. Ja, was könnte ich euch denn noch zeigen hier? Ich hüpfe einfach mal zum Homescreen rüber. Und ihr seht, das geht eigentlich alles recht flott hier. Auch das Hin- und Her-Schalten. Auch hier zwischen den Apps. Gut, ihr habt hier oben auch die Widgets. Wer mag, kann das alles hier ein bisschen nach seinem Belieben hier auch alles einstellen. Und ja, installieren könnt ihr wie gesagt auch einen Haufen. Ihr habt ja auch den Play Store. Moment, da gehen wir mal hier rüber. Und könnt ihr wie gesagt alles Mögliche hier noch hinzufügen, was ihr hier noch nicht drauf habt. So Games, Apps, Facebook, was ihr halt so alles gerne nutzen möchtet, auch vielleicht irgendwelche Zeitschriften-Apps, Nachrichten-Apps, egal was, das könnt ihr dann alles hier schön auf dem Fernseher betrachten. Und das finde ich einfach klasse, ehrlich. Ja, das war's soweit von mir für die Box. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne Fragen stellen. Wir versuchen diese auch zu beantworten. Jetzt werde ich schauen, dass ich da noch ein paar Apps drauf mache und wie gesagt, Kodi noch aktualisiere. Und ja, danke euch Leute fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.